Alles vergessen. So. Da muss ich woanders reinfahren, das kann ich nicht in der Garage, gell? Was dann? Ich habe jetzt einen Truck, wo nichts drauf ist. Keine Ladefläche, nichts. Ja, dann kannst du eh drauf machen. Aber nicht in der Garage, oder? Na sicher, was sonst? Da individualisieren. Das kostet 4.900 so eine Ladefläche. Das habe ich nicht mehr. Scheiße, was mache ich jetzt? Haben wir irgendwo einen Anhänger, den ich nehmen kann? Nein. Und den einen, den ich gefunden habe, den kann ich ja nicht mehr mitziehen. Zum Fuß jetzt kann. Ich habe jetzt einen Truck, wo irgendwo in der Nähe ist. Ich nichts oben habe. Ich kann mir keinen leisten noch. Wenn er keine Mission gemacht hat. Der hat immer schon Differentialsperre, aber. Mann, merke ich jetzt einen hohen Spritverbrauch dafür. Das fuckt mich jetzt ein bisschen an. Da habe ich zwar einen bisschen besseren Truck, aber dafür habe ich nichts. So, schauen wir mal. Wie ist im Gelände? Warte mal, da steht aber was. Das gehört jetzt zur Farm, gell? Da steht dein Anhänger. Ach stimmt, aber im Eingang, ja? Stimmt. Mal schauen, ob ich den nehmen kann. Das hier kannst du nehmen. Weil aber erste Offroad-Tour bin ich sehr zufrieden mit ihm. Aber es ist halt natürlich auch, wenn man Allrad erstmal hat, dann. Warte, der hat keine Anhänger. Guck, was das ausschaut. Ich kann ihn nicht anhängen. Echt, es gibt trotzdem keine Anhängerkupplung? Aber warte mal, Blödsinn, warte mal. Geht er nicht zu, wenn er ist. Was ist das? Dann du bist. Ja. Jetzt schau ich mal, ob ich darauf komme. Ja, zumindest mal Differential. Na, Differential hatte ich auch. Differential. Die habe ich auch nicht gehabt. Ich glaube aber trotzdem, dass wir den Fletzer ziemlich lange am Anfang hatten, bis wir uns den ersten richtig leisten konnten. Dann weiß ich nicht, ob das eine gute Idee war, dass du den verkauft hast. Ich habe jetzt einen anderen. Ich habe jetzt schon einen besseren. Oh,
Flats da, das heißt, den muss ich mir echt holen dann. Das Einzige, was bei dem scheiße werden könnte, sind lange Strecken. Den Sprit verbraucht man. Ja, ich habe schon 60 Liter fast verbraucht von 375. Schauen wir mal, wo der Tankstelle immer ist. Schauen wir mal, fahren wir mal in die Farm rein. Ich habe mir nämlich auch jetzt auch gleich Offroad-Reifen drauf gemacht. Ich hab jetzt noch 2600 über, also ich kann. Ich hupf dabei nicht weit. Ich habe jetzt noch 4900. So. Das heißt, du hast beide LKWs verkauft und hast einen gescheiten gekauft quasi. Drei LKWs. Bitte? Drei LKWs. Wieso drei? Ja, weil ich den dritten auch verkauft habe. Ich hab, das ist jetzt mein einziger LKW. Ich habe jetzt das kann. Okay. Das ist der Only One. So, was brauchen wir noch? Stahlträger. Die probiere ich jetzt zu holen. Die Stahlträger, okay. Dann hole ich die Ziegel. Also aus der Werkstatt das. Was jetzt? Oder? Ziegel? Zur Werkstatt bin ich jetzt unterwegs. Wo ist die Werkstatt? Na, ich kram mich da wieder ein. Ich sehe keine Werkstatt. Die Werkstatt ist ja bei uns. Was für Werkstatt? Entschuldigung, Lagerhaus. Okay. Gut, dann hole ich Stahl. Ich glaube, das wird aber nichts. Ich glaube, zur Werkstatt komme ich nicht. Das wirst du wahrscheinlich du machen müssen. Der Anhänger wird ja auch geborgen dann? Nein. Wir haben dann dort stehen, wo sie sind. Dann hatte ich einen Anhänger. Na klar, das lasst man Anhänger irgendwo stehen. Meine Kohle, was? Das ist aber gerne, kann man mich rausziehen. Selbst ist der Mann. Ich sag doch, Reifen ist glaube ich auch wirklich wichtig. Ist ja wichtig. Was hast du für Reifen um? Der Standard. Was sind bei deinem Standard? Ich habe einen Heavy Duty. Ich weiß nicht, was Standardreifen sind. Er hat ja unterschiedliche Standardreifen. Kommt da jetzt auch nicht entgegen, dass es gerade regnet. Hat die regnet? Mhm. Bei mir nicht. Oh cool. Oh, jetzt fängt's an. Souverän. So, jetzt kommt was gibt. Hast du nicht gelesen, wo das nächste Farquhar spielt? Oder ich kann vielleicht zu schwarz hin.
sondern? Nein, haben wir nicht. Danke für die Info. In Kanada. Ich habe gerade einen Tipp bekommen. Man kann sich irgendwelche kostenlosen Anniversary DLCs runterladen. Sind zusammen über 200.000 wert und da kann man sich dann an. Was kann man? LKWs kaufen. Hi, Isa. Das heißt, du kannst dir Geld cheaten und dann. Quasi. Ja. Gut, da kann ich eine Mod auch, habe ich gesehen. Ja. Aber es muss ehrlich verdient werden. Ja. Kann man später mal machen dann. Außerdem hast du ja einen funktionsfähigen Truck. Holst den ja nun. Ich steck da total fest. So, ich nehme da auch gleich einen Anhänger wieder mit. Ja, bitte. Hallo, und den nächsten in der Verzart dann. Ja, ich muss zurück. Tut mir leid. Na, laut. Wieder bleibt alles an mir hängen, die ganze Zeit. Genau. 2 Stunden schaust mir das schon umeinander. So, was kann ich aber machen jetzt? Was kann ich machen? Den holen endlich. Was? Bei dem Fletster. Ja, dann muss ich ja aus dem Spiel da aussteigen. Ja, ja, dann steig halt aus. Warum, aber ich verstehe nicht, warum du da jetzt, sag ich, 2 Stunden... Okay. Oh! Warte kurz. Wird dann wieder einladen. Warte kurz. Okay. Bin schon draußen. Ich bin umgekippt. Sorry. Oder noch nicht ganz. Ah, noch nicht ganz. Der Anhänger hat mich aufgefangen. Ich stehe wieder. Ja, eh, es ist eh kein Cheaten. Sie ist Cheaten. Es ist nicht vom Spiel vorgegeben, also es ist Cheaten. Merk schon, zu schnell darf ich mit dem nicht fahren. Dann fängt er ins Wackeln an und dann. Chabos wissen, wer der Papo ist. Warte mal, Mann, bevor du da jetzt die letzten 1,5 Stunden auch noch irgendwo versuchst. Ja. Du durch den Fenster, rüst du den auf und. Gib Gas. Ja, der ist hinüber. So, den muss ich dann dorthin zahlen, quasi. Mann, kannst du einfach bergen. Ja, genau. Und dann könntest du noch ziehen, das kleine Stück. Jetzt eigentlich. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, danke. Ich hab doch Stahlträger. Warum kann ich die jetzt nicht abladen?
Dankeschön. Das Upgrade hätte ich fast vergessen. Wurde ich hingewiesen. Danke, Nali. Das Upgrade hat sich auch nicht genommen. Von Laurent. Wie hat so, der das Tutorial gespielt? Wie nehme ich meinen Anhänger jetzt mit, oder? Anhänger kannst du gar nicht mit dem. Ah, okay, den kann ich gar nicht mitnehmen. Den kannst du verkaufen, hast du gleich mal Geld. Ich verstehe nicht. Ich habe Stahlträger aufgeladen, aber ich kann sie da nicht abladen. Okay. Was mache ich falsch? Wieso, was machst du falsch? Ich kann es nicht abladen. Ich habe den Stahlträger. Kann möglich sein, dass zuerst die Ziegel und dann erst die Stahlträger gehen? Das wäre auch dumm. Das wäre dumm eigentlich, ja. Und na, kann ja gar nicht sein. Der Kriegel war ja das erste und ich habe Holz schon gebracht und das war dazwischen. Verstehe ich jetzt aber nicht, wo ist jetzt mein Truck, mein zweiter? Im Trucklager habe ich den Chevrolet Kodiak, den ich mir gekauft habe, aber wo ist der Flitz da? Der wird in der Garage noch sein. Also, nein, im Trucklager habe ich ihn nicht drin, wenn er in der Garage ja, ist. Dann der wird in der Garage sein. In welcher Garage? In der Garage. Trucklager ist ja was anderes als Garage. Trucklager ist das Lager, wo du von Karte zu Karte mitnehmen kannst. Und Garage ist dort, wo in der Garage steht. Und wo soll das sein? Die Garage ist die Garage, wenn du reingehst. Hast du ihn geborgen schon jetzt? Ja. Da bist du in der Garage. Oder ist er eh auch im Lager? Nein, im Lager ist er nicht. Ich habe nur zwei verfügbare. Ich habe das Problem, dass ich das Scheiß nicht abladen kann. Steht der da noch wo? Ah, der ist drinnen.
Das sage ich abstellen. Und wenn ich ihn abstelle, sollte im Trucklager sein, ne? Und da ist aber nicht. Deine. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich echt nicht.